Hallöchen zusammen. So wie versprochen, Video 2 mit einer Anleitung für ein Windlicht. Ich habe euch ja diese Anleitung einmal gezeigt. Die war ja ein bisschen daneben gegangen, aber sie sieht immer noch cool aus. Also ihr braucht auf jeden Fall dann später, wenn ihr das benutzen möchtet, eine LED-Kerze. Bitte nehmt kein richtiges Feuer. Pappe, Papier und richtiges Feuer verträgt sich nicht so gut. Ja, dann wollte ich sagen, wir machen das alles irgendwie heute aus Actionmaterial. Wir benutzen diese Stanzen. Wir benutzen diesen Paperblock. Das habe ich mir auch schon vorbereitet. Und ich habe aus einem Vellum-Block, den ich jetzt. Ah, da ist er. Kleiner Moment. Hier diesen Vellum-Block. Habe ich mir schon ein Papier rausgesucht und habe mir das auch schon dementsprechend zurechtgeschnitten. Ansonsten, wenn ihr die Anleitung sehen möchtet, müsst ihr meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, sonst zerstört sich dieses Video bei euch auf dem Handy oder auf dem Laptop gleich von selbst. So, war natürlich nur ein Spaß. Wir fangen an und ich hoffe, die Anleitung wird jetzt etwas besser. So, ich sage euch erstmal, was ihr braucht. Wir haben einmal für die Wände 4 Stück Designerpapier in den Maßen 11,5 mal 10,5. Das sind 4 Stück. Die schneidet ihr euch dann einmal zurecht. Dann habe ich hier auch 4 mal Vellum, weil ich alle 4 Seiten öffnen möchte mit einem Stanzloch. Ihr könnt natürlich auch nur 2 nehmen oder 1, je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Ich möchte gerne 4. Da habe ich mir die zugeschnitten in, oh, jetzt muss ich gerade mal gucken, 9,5 mal 10 cm. Die komischen Maße sind auch nur, weil ich halt 4 Stück rauskriegen wollte aus einem aus zu wenig Verschnitt wie möglich. Ihr könnt dieses Windlicht natürlich in allen Maßen basteln. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, und dann haben wir hier nochmal ein Stück Cardstock in Schwarz. Das wird dann mein Boden. Der wird aber noch dekoriert. Das hat die Maße 10 mal 10 cm. Und hier habe ich aus dem Restpapier mir schon mal die Waben ausgeschnitten. Die werde ich dann später dann da drauf kleben und ein bisschen anordnen und auch vielleicht ein Bienchen da drauf machen. Und dementsprechend werde ich das dann dekorieren. Das klebe ich dann einfach auf und das seht ihr dann. Ich fand das irgendwie ganz cool, deswegen wollte ich das so machen. So, dann beginnen wir jetzt als erstes mit dem Falzen. Wir brauchen nämlich jeweils immer eine Klebelasche. Hier müssen wir aufpassen, dass wir immer die gleiche Seite falzen. Also auf der. Ja, wenn ihr das Designerpapier so vor euch liegen habt, auf der schönen Guckseite, müsst ihr halt immer auf der rechten oder immer auf der linken Seite falzen. So, ich falze das jetzt, muss ich mal überlegen, bei 10 cm, dann hätte ich natürlich, jetzt, ich gucke einmal nochmal nach, das ist 11,5, dann habe ich sogar noch ein bisschen mehr Platz, dann falze ich das bei 1,5 cm, dann habe ich nämlich die Breite 10 cm, wie mein Boden dann noch ist. So, also bei 10 cm einmal falzen oder halt bei 1,5. Und das mache ich jetzt mit allen 4 und immer schön auf der rechten Seite. Damit wir das dann auch später zusammenfügen können. So, wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann müssen wir auch noch unten eine Falz setzen. Das wird nämlich dann auch die Klebelasche für den Boden. Die mache ich aber nicht ganz so groß. Die setze ich nur bei 1 cm. Und auch das mache ich wieder bei allen 4.
So, und dann hätten wir die Vorbereitung schon abgeschlossen soweit. Ich mache jetzt erstmal mein Falzband weg. So, bevor wir das jetzt alles nachfalzen, möchte ich dann erstmal auch die Löcher da einarbeiten, also die Ausstanzung. Und hier nehme ich jetzt diese Größe. Dann habe ich nämlich noch genug Platz rechts und links für das Vellum, um das anzubringen. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ich werde mir jetzt hier noch mal diese Nupsis hier abtrennen, damit ich mich nicht verletze. Die sind nämlich manchmal sehr scharfkantig und es sieht auch nicht ganz so schön aus. Wenn man das durch die Stanzmaschine schiebt, dann hat man immer so einen blöden Abdruck auf dem Designerpapier. So, ich lasse jetzt mit Absicht auch mal die Kamera laufen, damit ihr das auch mal seht. So, dann nehme ich das Designerpapier und lege mir das hier so drauf, überprüfe nochmal, das Vellum werde ich mir dann einkürzen, überprüfe dann nochmal, ob das Vellum auch groß genug dafür wäre. Das ist auch dementsprechend so. Und dann stanze ich mir dann dieses Stück einfach aus. Das mache ich auch wieder mit allen Vieren. Und dann setzen wir das alles zusammen. So, ich habe das jetzt auch schon ausgestanzt und ich habe mir noch eine Stanze dazu geholt, diese hier. Ich fand die nämlich auch irgendwie ganz cool und wollte die auch dabei haben. Diese Teile, die ich ausgestanzt habe, schmeiße ich natürlich nicht weg. Die werde ich dann irgendwann für ein anderes Projekt benutzen. Ich habe nämlich hier so einen kleinen so ein Dingsbums liegen und da kommen so Stanzteile rein und alles Mögliche, was ich mal benutzen möchte. Und da greife ich dann gerne mal rein, wenn ich irgendwas dekorieren möchte. So, das löse ich jetzt alles raus. Und dann können wir dann auch gleich das Windlicht schon zusammenbauen. Wir müssen jetzt aber einmal noch eine Runde schneiden. Wir haben nämlich hier die Falz und dann müssen wir das hier einschneiden und dieses kleine Rechteck rausschneiden. Das brauchen wir nämlich nicht. So. Wir können uns auch hier diese Klebelasche anschrägen. Nicht oben, würde ich nicht machen. Obwohl, ich gucke jetzt mal. Wir können es dann auch mal ausprobieren. Ich lasse es jetzt erstmal gerade und wir entscheiden das dann einfach dann beim Zusammenbauen, ob wir es abschneiden oder einschrägen wollen oder nicht. Sicher ist sicher. Denn abschneiden kann man immer noch. Was abgeschnitten ist, lässt sich einfach schlechter wieder zusammenführen. So. Mein Vater hat früher mal gesagt, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ist irgendwie hängen geblieben. Nutze ich heute auch noch. So. Dann können wir uns das alles schon mal nachfalzen. Das machen wir auch wieder mit allen Vieren. So, wenn wir das dann fertig haben, schauen wir uns erstmal das Vellum an und passen das dementsprechend auch noch an. Ich habe jetzt hier überall diesen Kleber hängen. Wahnsinn. So, das bringe ich an mit doppelseitigem Klebeband. Ich habe ja schön dieses dünne mit 0,5 mm und werde mir jetzt einfach in ein paar Klebestreifen anbringen. Etwas unter dem unter der Stanze, dass ich noch genug Platz habe rechts und links, dass man das nicht so sieht.
das mache ich natürlich dann bei allen Vieren. Dann schaue ich jetzt ganz genau, wie groß das Vellum sein muss und markiere mir das dann einmal, wo ich es abschneiden muss. Also einmal hier und einmal in etwa hier. Kürze mir das zurecht und bringe das dann einmal auf. Das mache ich dann mit allen vier Seiten und zeige euch dann, wie es gleich weitergeht. Bei mir sieht das jetzt alles so aus. Und jetzt möchte ich mir jetzt noch den Boden dekorieren. Das ist aber, wenn man reinguckt, der Boden, nicht unten drunter, weil sieht man ja nicht. Also ihr könnt das dekorieren, wie ihr möchtet. Aber ich möchte mir das jetzt ein bisschen mit den Stücken von meinem Restpapier dekorieren. Das mache ich jetzt auch ganz einfach, indem ich Kleber anbringe. Und einfach die ausgeschnittenen Teile aufklebe. Und wenn ich dann meine, das reicht so oder ich finde das gut, ist es fertig. Ich hatte jetzt nicht mehr genug Designerpapier in Gänze, dass ich das jetzt hätte so dekorieren können. Aber ich finde das jetzt mit den Waben auch mal ganz nett. Ganz. Ja, das könnte ich vielleicht auch so machen. Ich habe da gleich noch eine Idee. Ja. Heute läuft doch das Video etwas besser, muss ich sagen. So, das lasse ich jetzt ein bisschen rüberlappen. Das schneide ich mir dann gleich zurecht. Dieses hier, da mache ich etwas Foamtape hinter. So, und auch, muss ich mal gerade gucken, wo es vielleicht ganz gut aussehen würde. Ja, es sollte schon irgendwie mit den Waben zusammenpassen. Na, ja, weiß ich nicht, bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Aber hier zum Beispiel mit der Biene. So, erstmal nehme ich das Bienchen. Ich habe ja noch so ein Reststück Foamtape. Wer das jetzt nicht sehen will, darf natürlich auch ein bisschen vorspulen. Aber ich wurde auch mal gebeten, auch mal bei dem, ich sag jetzt mal, Zusammenbau mal etwas mehr mitzufilmen. Und dem Wunsch komme ich jetzt auch erst
mal nach. Sind euch eigentlich auch bei manchen Videos mal meine Outtakes aufgefallen? Diesmal habe ich Gott sei Dank noch keins produziert. Aber manche von euch finden die ja ziemlich lustig. Ich muss sagen, ich selber auch. So, dann haben wir das erstmal. Jetzt schneide ich mir das noch etwas zurecht. Jetzt können wir das auch alles schon zusammensetzen. Ich mache das meistens so, dass ich dann halt erst den Boden und dann die Seiten mache. Also ich packe jetzt hier auf die Klebelaschen, auf die 1 cm Klebelaschen von unten, packe ich mir jetzt doppelseitiges Klebeband hin. Und dann können wir das auch alles zusammensetzen. Wie gesagt, unten drunter, das sieht man dann ja eh nicht. Das finde ich dann auch nicht so schlimm. Aber ihr könnt die Unterseite natürlich auch dekorieren, wenn ihr das möchtet. So, ich habe jetzt überall doppelseitiges Klebeband angebracht. Auch jetzt hier schon an den Seiten. Da möchte ich das nämlich machen, dass das innen ist und nicht außen. Seht ihr dann? Deswegen habe ich das aufs Designerpapier gemacht, nicht auf die Innenseite. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Boden an und werden das jetzt erstmal anbringen. Direkt neben der Falz und festdrücken. So, und ich möchte das eigentlich immer so haben, dass eine Stanzform diese ist und eine diese. Deswegen kommt dann jetzt die hier als nächstes. So, das ist jetzt alles nur noch zusammensetzen und das ist auch hoffentlich selbsterklärend, aber ich gehe mal davon aus. Und wenn wir richtig gemessen haben, geht sich das auch hoffentlich alles zu 100% aus. So, und jetzt müssen wir das nur noch hochklappen, indem wir dann die Seiten noch miteinander verbinden. So, ich versuche das mal so zu zeigen. So bündig und so gerade wie eben möglich. Also ich mache das noch mal mit dem Falzbein. Drücke ich das alles noch mal fest, damit es auch ordentlich hält. Dann hier wieder das abnehmen, einknicken und zusammensetzen und dann wieder hinlegen und festdrücken. Das ist doch gar nicht so schwer, hoffe ich. Das letzte machen wir jetzt auch noch zusammen und dann haben wir unser zweites Windlicht fertig. Und ich bin ganz, ganz stolz auf mich selber, dass ich diesmal nicht ganz so viel Käse gemacht habe. So. Ich mache dann da auch gleich noch das Windlicht rein. Mache dann hier mal alle Rollos runter und fotografiere das für euch, dass ihr das mal sehen könnt, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Ich kann euch dann auch ein kleines Video, eine kleine Videosequenz machen. Von unten sieht das so aus. Wie gesagt, ihr könnt das auf jeden Fall noch dekorieren, aber da es eh drauf steht, who cares, ne? So, ansonsten, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen.
Ja, bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Gleich kommt noch das Foto und die kleine Videosequenz, wie es aussieht, wenn das Lämpchen drin ist. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall für ein. Da war das Outtake, das lasse ich aber drin. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und ja, ich bin erstmal weg und vielleicht schaffe ich es ja noch, weitere Windlichter für euch zu machen. Oder wünscht ihr euch etwas anderes von mir? Also, ich bin erstmal weg. Bis dann!